Aber wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Okay. Ja. Stuttgart ist ein gutes Pflaster für Fitness, oder? Das, ich kenne irgendwie zwei aus der Ecke. Also ich bin hier auf der ISPO und habe hier zwei wahnsinnig interessante Menschen kennengelernt. Und zwar beschäftigt ihr euch mit? Vor allem Wintersport. Halt, genau, Wintersport und dann vor allem mit Skifahren. Mit Skifahren? Skifahren, das ist unser Thema. Und ja, Manu, ganz andere Thematik, ne? Nicht Fitnessstudio, sondern wirklich am Berg unterwegs sein. Das Ganze mit viel Freiheitsgrad unter den Füßen, richtig auf die Piste und Gas geben, das ist so unser Motto. Ja. Ich kann ja auch Skifahren und sogar ein bisschen Snowboard. Und ich habe da riesen Spaß dabei. Ja, aber es ist schon wieder eine Weile her und ich habe auch erst mit 16 angefangen. Wann habt ihr angefangen? Boah, also wir beide haben uns tatsächlich über Skifahren auch kennengelernt. Ich glaube, das erste Mal auf Skiern war ich mit 5. Und ja, so richtig angefangen, dass es so professioneller wurde, war so mit 12. Also, dass man wirklich mit 12 richtig in dann sich so langsam auf die Skilehrerausbildungen und so vorbereitet hat. Das ist der Punkt. Ja. Also, wir sind da, wenn du ausgebildeter Fitnessinstructor oder in die Richtung unterwegs bist, eventuell, dann ist bei uns eben der Skilehrer, in dem man sich ausbilden lässt. Nee, ich muss ehrlich sagen, da kann ich nicht mithalten. Alles klar. Ich habe zwar schon mit 12, 13 daheim angefangen, Liegestütze zu machen, ja. Aber so viel wie ihr habe ich nicht durchgestartet. Und vor allem, wenn ihr mit 5 schon auf den Skiern standet, dann ist es ja wie wenn ihr Füße, wie auf den eigenen Füßen. Ist brutal, ja. Ja, genau. Was aber auch dem Support der Eltern zu danken ist, weil wir kommen halt aus der Nähe von Köln und der Weg in die Alpen ist lang, aber das war immer gut, dass die uns da so oft mitgenommen haben, 1-2 Wochen jedes Jahr. Und genau dann mit 12 war langsam Vorbereitung auf die Skilehrer und dann kam da auch mehr Schwung rein. Und jetzt sind wir schon, in der Saison haben wir schon 40 Tage auf dem Berg verbracht, auf der Piste. Also, ja, wie sieht denn das aktuell so aus? Auch auf eurem YouTube-Channel, macht ihr da dann auch irgendwelche Stunts, oder? Weniger, also du hast ja eigentlich so drei große Bereiche, das ist der Ski-Alpin, Freestyle und Freeride. Und wir sind ausgebildete Skilehrer und kommen aus dem Alpin und bewegen uns eigentlich auch am meisten auf der Piste und versuchen da die Leute zu schulen. So Stunts, ja, ein bisschen geht schon, letztens noch ein Backflip gezogen im Powder, aber da tasten wir uns lieber vorsichtig rein. Aber auf der Piste 80 km/h Vollgas, das läuft. Da kann ich nur meinen Hut davor ziehen, also ein Backflip. Und auch die 80 km/h, das sind natürlich Techniken, die hätte ich definitiv nicht drauf. Manu, das nächste Mal kommst du mit. Genau. Ja, da bist du dabei. Da wäre ich am Start. Bist herzlich eingeladen mal. Ja. Ja, nach München zu kommen, mit uns mal runterzufahren, dann trainieren wir dich. Würde ich wirklich gern machen. Perfekt. Ich habe sogar Skier daheim. Das ist sehr gut. Danke dir, viel Spaß auf der ISPO. Ja. Und wir folgen natürlich deinem Kanal. Ja, super. Danke fürs Interview.